Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute zum zweiten Teil der Fahrphysik. Im ersten Teil habe ich euch erklärt, was Untersteuern ist. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal gucken, wie sieht es aus mit dem Übersteuern. Ja? Untersteuern haben wir gesagt, das spielt sich an der Vorderachse ab. Das Übersteuern letztendlich dann natürlich an der Hinterachse. Das ist deutlich gefährlicher, das Ganze nochmal. Und ihr müsst natürlich immer auch so ein bisschen schauen, wo habt ihr euren Antrieb im Auto. Die Fahrzeuge, die frontgetrieben sind, die neigen natürlich ein bisschen eher dazu, auch die Haftung an der Vorderachse zu verlieren. Und Fahrzeuge mit einem Heckantrieb, wie das zum Beispiel bei BMW ist, die haben schon eher die Tendenz, dann auch am Heck mal auszubrechen. Aber ich habe es ja auch schon mal gesagt, ihr bekommt jedes Fahrzeug, egal ob das Fronttriebler ist oder ein Hecktriebler ist, ins Untersteuern sowie auch in das Übersteuern, je nachdem, wie ihr mit dem Fahrzeug umgeht. Also beides ist immer machbar. Und wir werden uns natürlich jetzt hier auch gleich im Fahrbetrieb angucken, wie das Ganze aussieht, von außen sowie auch von innen, wenn das Fahrzeug an der Hinterachse die Haftung verliert. Und die Hinterachse ist die Achse, die zuständig ist für eure Spurstabilität. Und werdet ihr schnell erkennen, dass das Übersteuern noch gefährlicher ist, wie das Ganze schon mit dem Untersteuern war. Also würde ich sagen, gehen wir mit dem Auto auf die Straße und dann schauen wir uns das mal in der Praxis an. So ihr Lieben, dann möchte ich euch jetzt auch noch zeigen, wie das Ganze aussieht mit dem Übersteuern aus dem Auto. Und da gibt es also schon einen gravierenden Unterschied zwischen Untersteuern und Übersteuern. Untersteuern haben wir eben gesagt, das Ganze findet statt über eure Vorderachse. Da verliert ihr die Haftung. Beim Übersteuern ist es so, dass die Hinterachse die Haftung verliert. Das ist noch ein bisschen dynamischer, auch gefährlicher, weil die hintere Achse zuständig ist für eure Spurstabilität. Und wenn die jetzt die Haftung verliert, wird es heißen, dass das Fahrzeug sich eindrehen wird. Das heißt, ihr fahrt jetzt den Kurvenradius letztendlich nicht größer, sondern eher kleiner. Das heißt, die Fahrzeugfront wird sich eher dazu neigen, dass sie nach innen geht und das Fahrzeug wird in den Gegenverkehr gehen. Und ihr habt letztendlich da nicht wirklich die große Kontrolle darüber, wie weit das Fahrzeug sich jetzt eindrehen wird, ob das eine Viertelumdrehung ist, ob das eine halbe Umdrehung ist, ob ihr euch eventuell ganz rumdreht. Also von daher ist das Übersteuern von beiden Sachen, die es dann gibt, noch die gefährliche Variante. Von daher ist es eigentlich auch so, dass die Fahrzeuge heutzutage so ausgelegt sind, dass sie eher vom Fahrwerk zumindest erstmal dazu neigen zum Untersteuern. Das heißt aber nicht, dass ich durch unsachgemäßen Gebrauch im Fahrbetrieb das Fahrzeug nicht dann doch in das Übersteuern bekomme. Also das ist wirklich immer möglich. Ihr bekommt jedes Fahrzeug, egal ob Hecktriebler oder Fronttriebler, zum Untersteuern und ihr bekommt auch jedes Fahrzeug ins Übersteuern, wenn ihr da nicht sachgemäß mit umgeht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das Ganze jetzt hier im Fahrbetrieb aussieht. Wir fahren jetzt mal hier vorne diese Kurve an und werdet ihr sehen, dass das Fahrzeug sich relativ schnell dann rumdreht, dass das Heck die Haftung verliert, also übersteuern. So. Okay, also ihr habt gesehen, das geht wirklich blitzschnell und jetzt stehen wir halt mit der Fahrzeugfront schon fast in die andere Richtung im Gegenverkehr. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch viel mehr Platz. Ich stehe jetzt hier wirklich komplett auf der kompletten Fahrbahn. Das heißt, wenn jetzt wirklich Gegenverkehr kommt, dann stehe ich komplett im Gegenverkehr. Und von daher ist diese Variante, was ich eben schon mal gesagt habe, viel gefährlicher. Das ist also der Unterschied zwischen dem Untersteuern, was ihr an der Vorderachse habt, und dem Übersteuern, was ihr an der Hinterachse findet. Das waren meine Tipps für euch zum Thema Übersteuern. Ich hoffe sehr, dass ich euch das ganze Thema ein bisschen näher bringen konnte, ein bisschen verständlich erklären konnte, sodass ihr ja zumindest mal für die Theorie schon mal das eine oder andere Verhaltensmuster im Hinterkopf habt. Jetzt liegt es natürlich dann nach bestandener Führerscheinprüfung bei euch, das Ganze wirklich dann intensiv zu vertiefen. Das geht, wie gesagt, am besten mit einem Fahrsicherheitstraining. Das habe ich im ersten Teil schon mal gesagt. Macht das bitte in regelmäßigen Abständen, alle 2 Jahre, besser noch jedes Jahr einmal. Das ist wirklich sehr gut investiertes Geld in eure Sicherheit. Und ja, ihr lernt da
ganz entspannt wirklich Grenzbereiche des Fahrzeugs kennen unter fachlicher Anleitung und auf einer simulierten Schneedecke. Da habt ihr Gleitbeläge, die bewässert werden. Das heißt, ihr habt keinen Verschleiß an eurem Fahrzeug. Und ihr könnt das den ganzen Tag üben, immer wieder wiederholen und habt dann wirklich entsprechende Verhaltensmuster, die ihr in Notsituationen abrufen könnt. Und ja, das ist letztendlich dann mit Geld gar nicht zu bezahlen, wenn ihr wirklich auf solche Fahrmanöver zurückgreifen müsst und dann unterm Strich genau wisst, was ihr zu tun habt. Ja, vielleicht noch mal eine kurze Wiederholung, was ihr am besten machen solltet, wenn ihr tatsächlich so ein altes Fahrzeug habt, was keine elektronischen Helfer habt. Dann ja, Kupplung rein, schnellstmöglich, und dann gegenlenken, immer dahin lenken, wo das Heck ausbricht. Rechne damit, dass es einen Gegenpendler gibt, dass ihr dann auch wieder zur anderen Seite lenken müsst. Und wenn das Auto dann wirklich gerade ist, dann könnt ihr auch auf die Bremse gehen. Ja? Ansonsten, wenn ihr natürlich merkt, das ganze Auto ist jetzt nicht mehr einzufangen, also wenn ihr natürlich auch einen entsprechenden Winkel mal erreicht habt, dann ist wirklich Schluss, das ist der sogenannte Schwimmwinkel. Und dann gibt es nur noch eins, dann müsst ihr wirklich voll auf die Bremse und versuchen, so viel Energie abzubauen, wie irgendwie machbar ist, damit halt der Einschlag, der dann sicherlich kommen wird, ja, so gering wie möglich, so leicht wie möglich ausfallen wird. Ja? Habt ihr Fahrzeuge mit elektronischen Helfern wie ABS, wie ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm, dann könnt ihr natürlich auch beim Gegenlenken mit reinbremsen. Das ist durchaus machbar, um dann Geschwindigkeit schon mit abzubauen. Und von daher ist es halt wirklich immer wichtig, dass ihr ja, im Vorhinein klärt, wirklich, was habt ihr für ein Fahrzeug? Gibt es elektronische Helfer? Welche elektronischen Helfer habt ihr tatsächlich? Das, ja, da habt ihr in der Notsituation eigentlich keine Zeit, das zu klären. Das muss also wirklich immer vorher wirklich bekannt sein, mit was für einem Fahrzeug ihr da durch die Gegend fahrt. Ja? Vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, was die Situation angeht. Gerade wenn es bergab geht, dann kann es durchaus passieren, dass Fahrzeuge dann durchaus schneller ins Übersteuern kommen. Wenn ihr eine Gefällstrecke habt, dann habt ihr eine sogenannte statische Radlastverschiebung von hinten nach vorne. Das heißt, die Hinterachse ist dann etwas entlastet. Wenn ihr dann vielleicht auch noch ein bisschen schneller fahrt und ihr bremst sehr stark, sehr spät vor der Kurve, dann gibt es eine sogenannte dynamische Radlastverschiebung. Das heißt, ihr habt noch mehr Gewichtsverteilung von hinten nach vorne. Die Hinterachse wird noch leichter. Wenn ihr dann auch noch durch das Einlenken in die Kurve Dynamik ins Fahrzeug bringt, dann kann es wirklich schnell, sehr schnell passieren, dass die Hinterachse so leicht wird, dass sie die Haftung verliert. Also müsst ihr da wirklich aufpassen, wenn ihr Gefällstrecken fahrt. Ansonsten ja, ist es natürlich immer so, dass, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, die Hecktriebler dann doch noch ein bisschen mehr gefährdet sind, was das Ausbrechen an der Hinterachse angeht, wie die Fronttriebler. Auch da solltet ihr natürlich dann immer euch im Klaren darüber sein, inwieweit ihr elektronische Helfer habt, dass die eventuell das Durchdrehen der angetriebenen Räder verhindern, gerade wenn es denn nass ist oder wenn ihr eine festgefahrene Schneedecke habt, da kann das schon sehr schnell mal passieren. Ja, das waren, wie gesagt, meine Tipps für euch erstmal zum Thema Übersteuern. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in den Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.